Ahsoka Season 2. Probleme mit dem Knights of the Old Republic Spiel, Ray Stevenson wird von seinen Mitschauspielern geehrt und der Release der Skeleton Crew in der anderen neuen Galaxie. Das alles jetzt im Video. Und damit auch, hello there, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Wars Buddy. Ich bin frisch aus dem Dänemark-Urlaub, die Woche hat mir unglaublich gut getan, frische Energie dementsprechend auch für all das, was jetzt im Star Wars-Universum passiert. Und wir wollen direkt reinsteigen mit Thema Nummer 1. Und das führt uns zu Knights of the Old Republic, beziehungsweise dem Remake. Das wurde ja schon 2021, Anfang 2022 angekündigt und mit ersten Informationen versorgt. Jetzt trat aber tatsächlich der Fall auf, dass der bisherige Trailer von Sony, also dem Publisher des Games, offline genommen wurde. Viele Leute haben sich also als erstes gefragt, okay, heißt das jetzt, das Ding ist gecancelt? Es gab ja schon einige Gerüchte, dass die Entwicklung nicht nur stagnierte, sondern fast schon ja, vorzeitig abgebrochen wurde. Jetzt wurde aber schon bekannt, der KOTOR-Trailer ist tatsächlich wegen Copyright-Gründen der Musik downgenommen worden bzw. auf privat gestellt worden. Das bedeutet zwar nicht, dass das KOTOR-Remake komplett auf Eis liegt, zeigt aber nochmal, wie unglaublich problemgeplagt diese Entwicklung momentan leider ist. Das tut mir im Herzen weh und ich hoffe wirklich, dass dieses Remake noch ein gutes Ende nimmt und tatsächlich irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren rauskommt. Zudem dürfen wir laut den Quellen des US-Portals Deadline eine zweite Ahsoka-Staffel erwarten. Die haben jetzt so ein bisschen rumgehorcht, wie es denn momentan so aussieht und die Quellen sagen, ja, eigentlich ist diese Staffel 2 schon Realität für alle, es wurde aber noch nichts schriftlich festgehalten und entschieden. Das soll im Endeffekt für uns bedeuten, wenn so eine Sache noch nicht komplett unter Dach und Fach ist, dauert es mindestens 2 Jahre, bis wir so eine Ahsoka-Serie überhaupt wieder auf den Bildschirmen flackern sehen. Das heißt, potenziell wäre es hier möglich, tatsächlich eine Ahsoka Staffel 2 noch vor dem Dave Filoni-Film auf Disney Plus zu sehen. Die Wahrscheinlichkeit, die hält sich dabei aber in Grenzen. Trotzdem ist es schön, dass nach den anfänglichen Fragezeichen über den Köpfen vieler mit den etwas verhaltenen Einschaltquoten, insbesondere gegen Ende und auch gegen Mittelfeld mit den fantastischen Episoden 4 und 5, der Großteil sich gesagt hat, jopp, das ist etwas, was wir uns anschauen wollen. Die Bewertungen liegen im Gegensatz zu vielen anderen Star Wars Live-Action-Serien wirklich sehr, sehr hoch, so dass man sich sicher ist bei Lucasfilm, jopp, eine zweite Staffel, die macht hier durchaus Sinn. Ich persönlich freue mich mega darauf, eine zweite Season der Ahsoka Tano-Serie, denn es gab hier viele, viele tolle Highlights, wo ich gerne mehr zu sehen würde. Leider Gottes dürfen wir einen Charakter wahrscheinlich auf jeden Fall in dieser Art und Weise nicht mehr erwarten. Baylan Skoll bzw. der Schauspieler Ray Stevenson ist ja leider schon vor Release der ersten Folge von uns gegangen. Und das hat insbesondere jetzt natürlich nach Ausstrahlen der Ahsoka Tano-Serie für Star Wars-Fans noch einen bitteren Beigeschmack. Denn nicht nur war Ray Stevenson durch andere Rollen schon in aller Munde, sondern insbesondere durch seine unglaubliche letzte Präsenz in Ahsoka ein wahres Juwel dieser Serie. Meiner persönlichen Meinung nach hat er wirklich die Szenen, in denen er mitgespielt hat, für sich genommen. Selbst wenn er wenig gesagt hat, war das eine physische Präsenz, die will ich eigentlich nicht mehr missen. Und kleiner Spoiler zum Ende der Ahsoka Tano-Serie. Das Ende, was wir mit Baylan Skoll gesehen haben, das ist natürlich nicht nur so unglaublich offen, wie es nur hätte sein können, sondern auch unglaublich wichtig für die Zukunft der Star Wars-Galaxie und die Geschichten, die dort erzählt werden. Ivana Sackno, die Schauspielerin von Shin, hat hierzu noch einen passenden Post auch rausgehauen. Und ja, Ray Stevenson, also ihren Schauspielkollegen, noch mehr als nur geehrt. Rosario Dawson, die Schauspielerin von Ahsoka Tano, tat es hier in den Kommentaren gleich. Und ja, es sind nur Social Media Posts. Hier sollten wir aber spätestens erkannt haben, dass Ray Stevenson nicht nur eine fantastische Rolle gespielt hat, sondern anscheinend auch ein fantastischer Mensch zu seinen Mitmenschen war. Ray Stevenson, du wirst vermisst. Ein Video zu Staffel 2 und insbesondere zu dem, was Baylan Skoll da jetzt vorhat und der ganzen Vorgeschichte dazu, wird hier übrigens auf dem Kanal die nächsten 2-3 Tage rauskommen. Jetzt dürfen wir aber erst einmal sprechen über das, was als nächstes in Star Wars auf uns zukommen sollte. Und das ist tatsächlich anscheinend The Skeleton Crew. The Acolyte wurde ja so ein bisschen in der Postproduktion nach hinten geschoben. The Skeleton Crew soll jetzt aber anscheinend ein geleaktes Datum für den Release bekommen und das ist schon der Januar 2024, also knapp 3 Monate.
Für die Leute, die sich fragen, was ist denn das jetzt eigentlich, diese Skeleton Crew? Mit Jude Law in der Hauptrolle und einige junge Schauspieler, die sehen wir jetzt hier in dieser Serie quasi auf dem Weg nach Hause. Es soll eine Coming-of-Age-Story sein. Das heißt, viele düstere Thematiken, die zum Beispiel in The Mandalorian, vielleicht sogar teilweise in Ahsoka und The Book of Boba Fett oder Kenobi angesprochen worden sind, die lockert man jetzt hier anscheinend etwas auf und zeigt für das jüngere Publikum, na, keine Angst, für Erwachsene soll trotzdem noch einiges dabei sein, quasi diese Jugendlichen, die über sich selbst hinauswachsen. Anderes sehr, sehr interessantes Novum haben wir hier im Beschreibungstext dieser ganzen Serie. Und lustigerweise, das sind Informationen, die vielen von uns schon vorher geläufig waren, jetzt aber in dem Zusammenhang der Ahsoka-Serie ganz anders wirken. Denn dieser Text, wo wortwörtlich geschrieben ist, dass man hier in einer gefährlichen Galaxie strandet, der lässt eventuell den Schluss dazu, dass wir hier Perry Dea sehen. Dass diese Jugendlichen inklusive Jude Law anscheinend in der anderen Galaxie stranden und ihren Weg nach Hause finden müssen. Und das, finde ich, ist ein ganz interessanter Ansatz, denn was wir wissen, ist, dass The Book of Boba Fett, The Mandalorian, aber auch Ahsoka und die Skeleton Crew alle in den großen Dave Filoni-Filmen mit reinspielen. Wäre es hier also möglich, dass man in der anderen Galaxie vielleicht strandet, vielleicht sogar Connections zu Ahsoka und Co. findet und dementsprechend dahingehend auch die Story aufbaut für den Dave Filoni-Film? Möglich ist es auf jeden Fall, vielleicht sind das aber natürlich auch nur irgendwelche Geistergeschichten, die wir uns hier einbilden, passend zu Halloween. Würdet ihr euch das wünschen, mehr über diese neue Galaxie zu erfahren? Einfach quasi ein neues, unbeschriebenes Blatt Papier? Oder sagt ihr, nee, die Serie soll schon in unserer bekannten Star Wars Galaxie spielen, das fühlt sich irgendwie besser an? Schreibt mir mal gerne unten in die Kommentare und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Hier geht es übrigens auch zu unserem Dungeons & Dragons Kanal, das Projekt mit Nerd Factory, Vera, meinem Bruder und so weiter und so fort. Kommt da, guckt einfach mal vorbei, vielleicht ist das ja was für euch. Sind auch sehr interessante Geschichten und mittlerweile einige Videos da, auch für Anfänger geeignet. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Anschauen und möge die Macht mit euch sein. Euer Buddy.